Hallo Pratix! Heute zeige ich euch einen Trick, wie man ein weichgekochtes Ei ohne Uhr macht. Dafür braucht ihr einen Topf, Wasser und Eier. Ihr müsst, ganz wichtig, kaltes Wasser in euren Topf gießen. Und zwar so viel davon, bis die Eier ungefähr bedeckt werden. Dann nehmt ihr eure Eier und setzt sie vorsichtig ins kalte Wasser. Dann nehmt ihr euren Topf und setzt ihn mit den Eiern auf die Herdplatte und das bei mittlerem Feuer, bis das Wasser kocht. Sobald das Wasser kocht, ist das Ei perfekt für ein weichgekochtes Ei. Und all das ohne Eieruhr. So, jetzt kocht das Wasser. Ihr macht den Herd aus und haltet den Topf gleich unter laufendes kaltes Wasser. So verhindert ihr, dass das Ei im Inneren weiterkocht. Ihr lasst den Topf ein bisschen unter dem kalten Wasser und probiert dann euer köstlich weichgekochtes Ei. Hier könnt ihr sehen, dass das Eigelb schön flüssig ist und das Eiweiß fest, so wie wir es wollten. Also, guten Appetit, Pratix, und bis bald!